are they like? Hallo, ich bin Micha und heute geht es zum Mars. Das Jahr 2021 ist noch keine 8 Wochen alt und bereits jetzt gibt es jede Menge Spannendes zu berichten. Am 9. Februar erreichte die Sonde Al-Amal den Mars. Sie ist die erste der Vereinigten Arabischen Emirate und soll ab Mitte des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Am 10. Februar erreichte die chinesische Raumsonde Tianwen 1 den Mars und soll dort im Mai einen Lander absetzen. Und am 18. Februar konnte die NASA ihre Mission Mars 2020 als Erfolg verbuchen. 3 Mars-Missionen innerhalb von 10 Tagen. Ist das alles Zufall oder steckt da mehr dahinter? Natürlich ist es kein Zufall, dass die 3 Missionen fast zeitgleich am Mars eingetroffen sind, denn sie alle starteten im Juli 2020 innerhalb von nur 10 Tagen. Al-Amal startete am 19. Juli in Japan. Tianwen 1 am 23. Juli in China. Und Mars 2020 am 30. Juli in den USA. Es gab ein Startfenster, was es erlaubte, relativ zügig zum Mars zu fliegen. Innerhalb dieses Startfensters ist die Entfernung zwischen Erde und Mars relativ gering. Relativ, weil immer noch zwischen 55,65 und 402 Millionen Kilometern zwischen den beiden Planeten liegen. Je nachdem, wo sie sich auf ihrem Umlauf um die Sonne gerade befinden. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch und auf die Reisedauer. Klar, dass man sich daher einen Zeitpunkt aussucht, an dem sich die Planeten möglichst nahe stehen. Das tun sie ungefähr alle 24 Monate und dann ergibt sich ein günstiges Startfenster. Letztes Jahr war das zwischen dem 17. Juli und dem 5. August. Das erklärt, warum alle zur selben Zeit losfliegen und ankommen, aber noch nicht, warum scheinbar alle zum Mars wollen. Und damit wird es Zeit für einen Faktencheck. Der Mars ist unser kosmischer Nachbar und mit einer durchschnittlichen Entfernung von rund 228 Millionen Kilometern nur ein Steinwurf entfernt. Von der Sonne aus gesehen ist er nach Merkur, Venus und Erde der 4. Planet und zählt zu den sogenannten inneren Planeten. Wie diese ist er ein terrestrischer, sprich Gesteinsplanet und besteht im Gegensatz zu den äußeren 4 Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun nicht aus Gas, sondern aus festem Material. Bekannt ist der Mars schon seit dem Altertum, benannt wurde er in zahlreichen Kulturen nach Kriegsgöttern. Wahrscheinlich, weil er als roter Stern vom Himmel leuchtet und das wiederum an Blut erinnert. Dass die Oberfläche des Mars rot erscheint und man ihn auch als roten Planeten bezeichnet, liegt übrigens am Eisenoxidstaub. Das ist nichts anderes als Rost. 1877 entdeckte der US-amerikanische Astronom S.F. Hall 2 Marsmonde und benannte sie nach den Söhnen und Begleitern des Kriegsgottes Mars. Den größeren der Monde taufte er auf den Namen Phobos, was übersetzt Furcht bedeutet. Der kleinere trägt den Namen Deimos, was übersetzt Schrecken heißt. Mit einem Durchmesser von rund 6800 Kilometern ist der Mars nur etwa halb so groß wie die Erde, hat aufgrund seiner geringeren Dichte aber nur rund ein Zehntel der Erdmasse. Für einen Umlauf um die Sonne braucht er 686,9 Erdentage, also fast 2 Erdenjahre. Einen Umlauf um seine eigene Achse schafft er hingegen in 24 Stunden, 37 Minuten und 32 Sekunden. Ein Sol, so bezeichnet man einen Marstag, entspricht also bis auf ein paar Minuten einem Tag auf der Erde. Und wie die Erde hat auch der Mars eine Atmosphäre, die allerdings sehr viel dünner und anders zusammengesetzt ist. Sie besteht zu 95% aus Kohlendioxid, also CO2, zu 2,7% aus Stickstoff, 1,6% Argon, 0,13% aus Sauerstoff, 0,08% Kohlenmonoxid und 0,021% Wasser. Apropos, vor Milliarden Jahren gab es auf dem Mars höchstwahrscheinlich flüssiges Wasser. Die heutigen Wasservorkommen befinden sich an den Polkappen, sind gefroren und reichen Schätzungen zufolge aus, um den gesamten Planeten 11 Meter unter Wasser zu setzen. Grundsätzlich gilt, wir können den Mars mit unserer heutigen Technik erreichen und wir könnten auf ihm eventuell sogar überleben. Wie das gehen könnte, hat ja Matt Damon in Der Marsianer gezeigt. Wer Kartoffeln mag. Aber die Landung auf dem Mars ist und bleibt riskant. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder eine harte Landung oder eine weiche Landung. Bei einer harten Landung werden die Rover kontrolliert fallen gelassen. Damit die Technik das übersteht, werden sie in Airbags eingepackt, damit die Landung trotzdem einigermaßen weich ist. Hat natürlich viele Risiken, ein Lander kann auf dem Kopf stehen, kann bei der Landung kaputt gehen, kann einfach übers Ziel hinausschießen.
und so weiter und so fort. Bei einer weichen Landung werden trotz der dünnen Atmosphäre Bremsfallschirme eingesetzt, obwohl die natürlich nicht so eine Wirkung haben, wie es auf der Erde in der dichten Atmosphäre hat. Besonders spektakulär war das bei den Missionen der NASA, bei Curiosity und Perseverance, als Raketenländer in der Luft gehalten haben und mit einem Skycrane die Rover auf der Oberfläche abgesetzt wurden. Zudem ist die Signallaufzeit aufgrund der großen Entfernung zwischen Erde und Mars so lang, dass man in den Landeprozess überhaupt nicht eingreifen kann. Ein Signal von der Erde zum Mars braucht im Mittel ungefähr 11 bis 12 Minuten. Die Landung an sich dauert nur 7 Minuten. Weil man da nicht eingreifen kann, wird dieser Zeitraum auch als 7 Minutes of Terror bezeichnet. Bisher gab es insgesamt 51 Missionen zum Mars, davon waren 24 erfolgreich, 8 nur Teilerfolge und 19 schlugen komplett fehl. Bisher haben nur Amerikaner, Russen, Europäer und Inder erfolgreiche Marsmissionen durchgeführt. Mit Al-Amal und Tianwen 1 können nun auch die Vereinigten Arabischen Emirate und China voller Stolz behaupten, wir haben es zum Mars geschafft. Al-Amal heißt zu Deutsch Hoffnung und wird deswegen auch als Hope bezeichnet. Die Mission wurde bereits 2014 beschlossen und sollte 2021 durchgeführt werden, um den 50. Jahrestag der Staatsgründung der Vereinigten Arabischen Emirate zu krönen. Damit blieb den Emiratis gerade einmal ein Zeitraum von knapp 6 Jahren, um die Mission erfolgreich zu planen und durchzuführen. Zum Vergleich, John F. Kennedy hat im September 1962 der amerikanischen Bevölkerung versprochen, noch vor Ablauf des Jahrzehnts zum Mond zu fliegen. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Das waren 8 Jahre Zeit und da ging es nur 300.000 Kilometer weit. Was also haben die Emiratis gemacht? Sie griffen auf externes Wissen zurück. Das waren US-amerikanische Ingenieure und Wissenschaftler, die mit MAVEN, eine Mars-Mission, die immer noch läuft, bereits Erfolg hatten. Diese arbeiteten eng mit den Spezialisten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Gebaut wurde die Sonde größtenteils in den USA. Finanzierung und Missionsleitung bleiben aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Besonders spektakulär war die Anreise von Al-Amal. Die Sonde näherte sich dem Mars mit 33 km pro Sekunde und musste, um in die Umlaufbahn einzuschwenken, auf 5 km pro Sekunde abgebremst werden. Ein Manöver, das 27 Minuten gedauert hat und Schätzungen zufolge die Hälfte des Treibstoffs verbraucht hat. Das Manöver gelang, die Sonde schwenkte in einen Orbit, näherte sich der Oberfläche des Mars auf 1000 km und entfernte sich wieder. In der späteren Umlaufbahn kommt sie dem Mars auf 10.000 km nahe und entfernt sich wieder auf 43.000 km. Ein ganzes Marsjahr lang soll die Sonde den Mars umkreisen und dabei wissenschaftliche Daten sammeln. Unter anderem über das Klima, Wetterveränderungen und den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Mars. Landen soll Al-Amal allerdings nicht. Tianwen 1 ist bereits der zweite Versuch Chinas, zum Mars zu gelangen. Der erste schlug fehl, da die Nutzlast huckepack in einer russischen Rakete ins All geschossen wurde. Die allerdings schaffte es nicht, die Erdumlaufbahn zu verlassen. Jetzt also haben es die Chinesen zum Mars geschafft und Tianwen 1 soll 2 bis 3 Monate den Mars umrunden und im Mai einen Landeversuch unternehmen. Die Sonde besteht aus einem Orbiter, einem Lander und einem Rover in der Größe eines Golfcaddies und ist komplett eigene Technik. Die Landung ist vorgesehen in Utopia Planitia. Das ist da, wo schon 1972 die US-amerikanische Sonde Viking 2 gelandet ist. Wir werden also sehen, ob die Amerikaner damals wirklich schon auf dem Mars waren oder auch nicht. Tianwen 1 ist alles in allem rund 5 Tonnen schwer. Der Lander an sich wiegt nur 240 Kilo und soll an Fallschirmen gebremst und dann mittels Raketen sanft abgesetzt werden. Auf der Marsoberfläche angekommen soll der Lander 3 Monate lang Daten sammeln. Unter anderem soll er sich die Beschaffenheit des Bodens anschauen, nach Spuren von Wasser unter der Oberfläche gucken und das Oberflächenklima erforschen. Der Orbiter verbleibt währenddessen in der Umlaufbahn, kartografiert den Mars und führt atmosphärische Messungen durch. Wie bei Curiosity wurde auch bei Percy ein Skycrane eingesetzt, um den Rover sanft zu landen. We're getting signals from MRO. Tango Delta.
Touchdown confirmed. Gelandet ist Percy im Jezero-Krater. Das ist ein ausgetrockneter See mit einem Zulauf und mit einem Ablauf. Und das erklärt auch, wonach Percy eigentlich suchen soll, nämlich nach Spuren vergangenen Lebens. Und wo anders sollte das zu finden sein, als in einem ausgetrockneten See? Denn wenn es jemals Leben auf dem Mars gab, dann wahrscheinlich dort. Außerdem, und das ist neu, bereitet Percy eine Sample-Return-Mission vor. Das heißt also, er sammelt Material, packt das ein, damit es bei einer der nächsten Missionen zurück zur Erde gebracht werden kann. Das ist was Spezielles, das gab es noch nie. Marsgestein, was bei uns auf der Erde vorhanden ist, und das ist es. Es gibt auf der Erde tatsächlich Marsgestein. Allerdings ist das nur etwas, was von Kometen oder Asteroiden hier bei uns hergebracht wurde. Aber so richtig Gestein auf dem Mars sammeln und gezielt hierher bringen, so wie das mit Mondgestein passiert ist, das gibt es noch nicht. Die Masse, die Percy einsammeln soll, ist gar nicht mal so klein, sondern entspricht ungefähr dem Volumen eines Basketballs. Außerdem hat Percy einen kleinen Begleiter mit an Bord. Die kleine autonome Drohne namens Ingenuity ist der erste Helikopter, der auf dem Mars fliegen soll. Das ist gar nicht mal so einfach, denn auf dem Mars gibt es natürlich keine so dichte Atmosphäre wie auf der Erde, in der man einfach durch die Luft fliegen kann. Das heißt, es gab ganz besondere Anforderungen, die an diese Drohne gestellt sind. Zuerst mal muss sie kalte Nächte überstehen. Das macht sie, indem sie eine Heizung eingebaut hat, die sich tagsüber durch Solarzellen auflädt und nachts Energie abgibt, um die Technik warm zu halten. Am Tag dann soll Ingenuity abheben und mittels seiner Rotoren einige Meter hoch in die Luft fliegen. Das macht er ungefähr 3 bis 4 Mal. Soweit ist der Plan der NASA. 3 bis 4 Mal will man fliegen. Wie oft das gelingen wird, werden wir sehen. Schwierig war zu testen, ob eine Drohne in dieser dünnen Atmosphäre überhaupt fliegen kann. Denn die Atmosphäre des Mars ist so dünn, wie sie bei uns in 30 Kilometer Höhe ist. Und in 30 Kilometer Höhe fliegen weder Hubschrauber noch Drohnen und auch keine Verkehrsflugzeuge mehr. Außerdem hat Percy Moxie an Bord. Und mit Moxie soll die Sauerstoffherstellung vor Ort erprobt werden. Scheinbar gibt es aktuell ein Rennen zum Mars. Neben der NASA, UAESA und der CNSA wollen auch die Türkei zum Mars, Saudi-Arabien will zum Mars und SpaceX will zum Mars. SpaceX drückt ordentlich auf die Tube, SN8 und SN9 haben ihre Testflüge bereits erfolgreich absolviert, auch wenn die Landung nicht geklappt hat. SN10 steht in den Startlöchern und die nächsten Prototypen sind bereits im Bau. Nachdem wir das alles wissen, stellt sich jetzt die Frage, und weiter? Was passiert, wenn wir auf dem Mars Leben finden oder Spuren von vergangenem Leben? Fun Fact, der Mars ist der bisher einzig bekannte Planet, von dem wir wissen, dass er nur von Maschinen bewohnt wird. Müssen dann zum Beispiel Kirchen anfangen, ihre Glaubensgrundsätze in Frage zu stellen? Haben wir dann Gewissheit, dass wir nicht die Einzigen im Universum sind und die anderen nur finden müssen oder sie uns finden müssen? Müssen wir die Evolution neu denken? Und was ist, wenn wir herausfinden, dass Leben auf dem Mars existiert hat, aber verschwunden ist? Können wir daraus Rückschlüsse auf unser Leben auf der Erde ziehen? Und was bedeutet das überhaupt für uns? Ändert sich bei uns auf der Erde irgendwas, wenn wir sagen, auf dem Mars gab oder gibt es Leben? Viele spannende Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt. Aber teilt mir doch in den Kommentaren mit, was ihr darüber denkt. Und was ist, wenn wir kein Leben auf dem Mars finden und es dort nie welches gegeben hat, aber geben wird, wenn wir Menschen zum Mars fliegen? Was ist dann? Wer sind die ersten Menschen, die zum Mars fliegen? Und wer entscheidet, wer sie sein sollen? Sind es Hightech-Spezialisten, die Marskolonien aufbauen können? Oder sind das Menschen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollen, so wie das damals bei den Europäern waren, die nach Australien gehen mussten? Oder sind das Milliardäre, weil sie besonders viel Geld haben und sich die Reise dann überhaupt leisten können? Sind das Gewinner einer Lotterie? Sind das nur Männer, nur Frauen, gemischt, in welchem Verhältnis? Und wenn die Menschen dann auf dem Mars sind, wie organisieren sie sich? Wer hat dann das Sagen? SpaceX, weil sie diejenigen waren, die die Menschen dahin gebracht haben? Die Vereinten Nationen, weil sie diejenigen sind, die den Weltraumvertrag verabschiedet haben? Sind es die Vereinigten Staaten, weil SpaceX aus diesem Land kam? Oder ist es niemand und es endet in einer Anarchie? Elon Musk hat in einem Interview gesagt, dass die Menschen der Kolonie das selbst entscheiden sollen. Aber darüber reden wir in einer anderen Folge. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare eure Gedanken zu dem Thema und wir sehen uns beim nächsten Mal. What are they like?
Die Sonde besteht aus einem Orbiter, einem Lander und einem Rover in der Größe eines Golfcaddies und ist komplett eigene chinesische Technik. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt keine Kommentare und lasst bitte keinen Daumen runter da. Nee, folgt mir. Folgt mir. Mondlandung. Ja. Von der Mondlandung behaupten ja auch viele, sie hätte nie stattgefunden. Mars 2020 ist bereits die zweite Mission der Marsa. Ich arbeite übrigens bei der Marsa. Mars Sauerstoff vor Ort Ressourcennutzungsexperiment. Also jetzt alles nochmal.